Hallöchen, Leute! Habt ihr auch Bindungsängste? Hallöchen, Leute. Willkommen zurück. Oh ja! Hallo! Little Company. Ist das neu hier? Auf Dein. Der auch? Und hier soll irgendwas anders sein. Nein, wir waren schon mal in Dein. Waren schon mal auf Dein, aber der ist überarbeitet. Hier so. Hazard Level S. Ja, und das hat echt viel gekostet, hier zu landen, ne? 600. Und er ist geflutet, ne? Nee, es regnet nur. Ach, nur Regen, okay. Und er sieht anders schon aus, ne? Wo sind die Lichter? Ich sehe die Lichter. Ja, ich wollte auch gerade sagen, seht jemand die Lichter? Ah, er wurde auch überarbeitet. Ich glaub, ja. Es gibt keine Lichter. Oh nein, die Lichter sind weg. Ja, dann laufe ich einfach random in die Landschaft rein. Was soll schon schief gehen? Ja, und die Richtung wäre ich aber auch gut. Also, das ist ein guter Weg. Ne, hier ist eine Klippe. Ah, schlechter Weg, okay. Perfekt. Aber hier kann man zwischendurch. Warum sollte er die Lichter entfernen? Weil es ein neuer Planet ist halt. Davor waren zwei Planeten gleich, glaube ich, vom Aufbau. Ja, sehr ähnlich. Das eine hatte nur eine Holzhütte, das andere nicht. Hier ist wieder Klippe, Achtung. Hier ist ein Fire Exit. Da hinten ist der Main Entrance. Oh, okay. Oh. Ich laufe mal weiter zum Main. Okay. Einmal raus Interesse. Cozy. Hallo. Schlüssel. Oh, meinst du, hier gibt's Butlers zu sehen? Oh, toll. Lolli. Hey, Butler. Wir spielen jetzt immer noch die V50 Beta-Version. Und ja, also wieder zur Folge. Ach so, das hast du nur angemerkt, okay. Das war nur eine Anmerkung, ja. Das war nicht für dich, du weißt, was wir spielen. Du hast es installiert. Was spielen wir denn hier? Content Warning. Ja, eine Ente. Ja. Bist du nicht schon fast voll denn? Ich bin voll. Okay. Voll. Aber eins ist ein Schlüssel, also es ist vielleicht nicht ganz so, wenn ich noch ein bisschen... Oh, Geschütz! Treibsand. Warum liegt hier schon wieder so viel Zeug? Was ist hier los? Der Planet hat was gekostet. Schau, wie viel Zeug hier lag. Hier waren jetzt unter dem Tisch drei Items. Oh, hier ist noch eine Lampe. Okay, ich muss raus. Fire Exit, Fully. Ja, ich geh Fire Exit mit, der war näher. Warte, wo ist Fire Exit? Ich will mit. Hier lang. Vorsicht vor dem Geschütz. Vorsicht, der Baller! Morgi? Ich weiß nicht, wo ihr hin seid. Folgt meiner Stimme. Ich hab extra eine Folgt meiner Stimme. Morgi! 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 Was? Ich kann nicht mit deiner Stimme. Oh, jetzt tue ich gerade am Längen. So, und hier irgendwo war das, ne? Ja, ich hier. Ah, hier. Nehmen wir Knie, angenehm. Das ist ja nur Leg mal mein Zeug hier hin. Weil so voll bin ich nicht, ich hab noch einen Schlüssel auf. Okay. Okay, ich würde gerne Schiff finden. Ja, einfach den Fußspuren folgen, ne? Hier, ne? Aber wir haben es mal einmal verlaufen, oder? Ist das eine Abkürzung? Weiß ich nicht. Na, hier ist Treibsand, geh nicht hier hin. Oh mein Gott, ich lebe noch. Okay, ich laufe außen rum. Fucking Treibsand. Treibschnee. Ich glaube, hier ist der kürzere Weg. Der Minecraft-Pulverschnee. Guck mal, der Baum fliegt. Wie scheiße ist der Planet überarbeitet? What the fuck? Oh, was ist denn da los? Mal negative Review. Das sind nur noch 99% jetzt positiv. Ja. Erstmal die Eier saven. Bong. Ich mag den neuen Sound. Ich auch. Ach komm, ich mach mir mal nützlich. War das der richtige Weg? Ah ja, ich glaube, hier war richtig. Muss ich nachher nur ohne Taschenlampe wieder zurückfinden. Ach, der fliegende Baum ist mal ein guter Checkpoint zwischendrin.
So, mal gucken, wie es aussieht. Johnny tot. Zombie kommt zurück. Ja, Loggi und Fully sind unterwegs. Der Butler da drin hat mir nicht gefallen. Ich glaube, Johnny wurde vom Wurm gegessen. Treibsand. Oh, Treibsand, ja, stimmt, das kann auch sein. Oh, die haben da Lampen, oder? Sieht aus, als hätten die einen Lampenweg. Ja, stimmt. Stark. Beim Haupteingang vielleicht, ne? Müssen nach Süden gehen. Also müssten die einfach. Ja, ich weiß aber nicht, in welche Richtung ich los muss, das Schiff. Doch, da lang eigentlich. Nee, aber ich muss ja nicht noch. Und trotzdem. Welche Richtung muss ich, dass meine Kamera auch in die Richtung zeigt? Vom Schiff nach oben, ne? Ja. Oder? Ich weiß, ich höre einen Riesen, ich komm wieder rein. Okay, ich stehe so rum. Also eigentlich nach hinten müsste man laufen. Da kommen sie. Ah ja, da sind sie. An einer Seite auf jeden Fall. Achtung, hier sind Riesen. Riesen. Riese ist hier draußen. Irgendwo rumlaufen. Von Storch? Hi, Riese! Nee. Da drin war ein Butler. Ich bin wieder rausgegangen. Oh. Aber vielleicht hat ich jetzt würde sagen, wir haben kräftig was rausgeholt, oder nicht? Was für 361 Quote, wir haben hier schon 560. Easy. Was ist mit Johnny passiert? Das Übliche, denke ich, oder? Sprech halt doch. Ja. Johnny ist in Treibsand reingelaufen. Oh. Der Treibsand ist türkisch. Treibschnee. Ja, wir landen nochmal neu, würde ich sagen. Jo. Guten Tag. Ja. Das war halt ein grundsolider Tag, kann man nicht meckern. Alle haben überlebt, die haben eine Menge zurückgeholt. Wir brauchen 1500. Für was? Das kriegen für wir den hin. Für den neuen Planeten, den geheimen neuen Planeten. Sollten wir hinbekommen. Ich meine, wir haben jetzt schon so viel. Kriegen wir hin. Haben wir erzählt, wo wir das den geheimen Planeten hergefunden haben? Dass der da in der ich Hütte? Ich hab's mit aufgenommen. Keine Hütte. Ahnung, bei euch ist es nicht drin. In der Hütte. Ich nicht, ja, ich habe auch genau, ich hab's selber nicht verstanden. Ja, also in der Hütte auf der ersten, auf dem ersten Mond, wo wir waren, stand ein Code hinten an der Wand. Den hat Zombie sich aufgeschrieben. Wie ekelhaft, wer hat der Code an die Wand geschmiert? Ist so. Zombie hat den sich direkt gesnackt. Und weil der Schnee war so stickig. Den können wir hier eingeben im PC und können wir da hinfliegen. Was kostet halt 1500. Der Code steht die ganze Zeit da. Naja, da unten links im Chat nur der Bindestrich. Ja, genau. Der war in der Holzhütte, die man halt mit dem Schlüssel öffnen musste. Konnte man aber scheinbar auch durchs Fenster ganzer sehen. Ganzer Taui. Kann auch sein, dass der Code vielleicht jedes Mal anders ist, wenn man mit dem spielt. Immer noch Treibschnee, by the way, ist wieder regnerisch. Boah, das war ziemlich das war super, dass du meintest, ja, wo ist der Typ? Super, Treibschnee. Oh mein Gott, wir anderen war und ich hier wegen Treibschnee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, wir sehen uns, Fully. Ich mag es, dass man das richtig blubbert. Ja, das ist so super. Ist Fully auch rein? Ah! Oh, Moggy, ich komm zurück! Nein, 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 oh Gott, man sieht das also, ja gar nicht. Ich stehe ja hier und mir ist alles schon hier. Hier ist hier safe. Warst schon mal im Schneebium, Johnny? Vorsicht, sehr schockiert. Ja, das ist das gleiche wie in Minecraft. Das war so witzig, weil du hast es gefunden und gesagt, oh, wir müssen die anderen warnen. Warum ringelt sich? Ich war schon tot. Boah, warum ringelst du nicht die ganze Zeit? Ist das Minecraft oder was? Billard, Alter. Kann man mit dem Butler finden? Ich will nicht mal mit dem sein. Da ist er, ich hab ihn. Oh. Jetzt sehe ich den Bimmer bei deinem Anblick. Hallo, Herr Butler. Guten Tag, Herr Butler. Oh ja, geh sich nur hier durch. Oh, er geht durch, wollen wir die Tür öffnen? Bitte schön, Herr Butler. Oh, wie cool! Was ist er denn? So. Die muss man die Türen irgendwo hin öffnen, dann öffnet er so ein geheimes Fach oder so. So eine Schatzkiste. Das wäre cool. Warum hat der so einen riesigen Buckel, der Butler? Wohin will der? Oh, der will der will nach oben. Der will die Treppe hoch. Der hat so eine laute Musik, wenn man in seiner Nähe ist, immer. Ja, ja, so ein. Wie cool mit seinem Minibike, wie er hier hochläuft. Oh, da ist ein Loot Goblin. Oh, da ist ein Loot Goblin. Den mag ich gar nicht gerne. Das ist ein von da ist auch das Ding ins Offen. Das ist sein Nest hier. Ja, ja, okay. Wenn ihr hingeht, greift der Loot Bug an, ne? Ja. Sehr vorsichtig, Mogi.
Ah, der will das Geländer, ich... maybe, ja. Nee, nein! Das war keine gute Idee. Aha, wie können wir denn? Okay, wir können dem Butler folgen. Okay, Krieger her. Ja. Natürlich, Herr Butler. Parkour-Skill. Aber ein gewaltiger Sprung. Der Herr Butler will irgendwas. Kochst du jetzt hier? Ich glaube, der Herr Butler braucht noch ein bisschen Hilfe. Hm. Der Butler ist nett. Ich dachte, er bringt mich um oder so. Ich dachte, der führt uns wohin, aber... Das ist ja hier gar nichts. Der Butler, brauchen Sie eine Quietschente? Ja, der wollte bestimmt irgendwo hin, aber sein... Oh, guck mal hier! Guck mal da! Mach einer! Ich will auch sehen, was die machen. Schönen guten Tag. Warte, der redet mit Morgis Stimme. Da kommt noch ein Butler. Der redet mit Morgis Stimme, ja. Ich dachte... Wow! Junge! Ja, die machen hier Parkour. Oh, jetzt gibt's ein Gespräch. Oh, sie wabbeln, sie reden. Die machen Kaffeepause. Was ist denn eine Arbeitsmoral hier? Die tratschen hier ein bisschen. Okay. Oh. Und wir finden sie den Job so. Ja, noch ganz angenehm. Danke. Ah, müssen wir die ganze. Gibt's hier noch einen dritten? Müssen wir die ganze Bande zusammentrommeln? Hier sind liegen auf jeden Fall viele Gemälde. Also der eine, der kam auch ja direkt vom Eingang jetzt nach oben. Ja, die stehen da und wobbeln vor sich hin. Wollt ihr was haben? Ich hab dir schon eine Ente angeboten. Ah. Eine Ente wollt ihr auch nicht? Ich höre auch nicht weiter. Hallo Leute. Oh, hi. Ich dachte, hi Johnny. Meine Hände sind voll. Johnny, die Hände sind voll. Da liegen Gemälde. Kannst du die... Oh, die Gemälde fallen jetzt richtig runter auch. Oder? Das ist ein bisschen laut. Wie komm ich denn zurück zum Schiff? Ist das nicht böse? Johnny? Achso, da unten bist du. Im Eingang liegen ganz viele Bilder, ne? Ja, die haben wir hier runtergeschmissen, weil wir hier nicht vorbei können. Hier ist ein Loot Goblin mit seinem Lager. Oh. Da können wir nicht. Ja. Hm. Willst du mal in einen reinhüpfen? Soll ich in einen reinhüpfen? Hallo? Jungs? Hallo? Vielleicht mal anleuchten oder so? Da kommt Dritte! Nee, es sind zwei! Nee, es ist nur einer. Okay. Die Band ist jetzt. Versammelt. Ich helf dir. Also dieser neue Gegner ist jetzt sehr krass, was hier entwickelt wurde. Ich weiß Boah. Nicht, vielleicht ist der Ort, wo die hinholen. Loot Goblin, du gehst weg. Du bist hier nicht erlaubt. Ich glaube, die wollen irgendwo hin, ne? Ja, ich glaube, das ist einfach der Weg kaputt. Müssen wir den nächsten Butler beobachten oder so. Also, war das halt auf den Patch gelohnt. Ich meine, dafür gibt es ja eine Beta. Dafür ist eine Beta da, das stimmt. Oh, der Bracken ist da unten. Wo? Hier links. Hier links die Tür. Ah, okay. Ja, gehen wir einfach raus. Ich habe drei Sachen. Vier Sachen. Ich kenne den Weg von hier aus nicht. Ich auch nicht. Den Weg will ich nicht nehmen. Ich bin tot. Ja, gut. Ja, der Weg ist schon mal schlecht. Oh, nee. Vor allem, ich kann jetzt hier nur runterspringen und hoffen, dass ich überlebe. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Der Bird.
Wow! Wow! Bruder, beruhig dich! Beruhig dich! Lass mich in Ruhe! Ist mir egal, ich starte jetzt. Ist egal, was mit anderen ist. Alle tot, okay. Wollen wir mich gestartet überhaupt? Okay. Oh. Holy shit! Wie bin ich ausgewichen? Stark, Maeve. Wie hast du das überlebt, Maeve? Da waren so viele Raketen, die nach dir geflogen sind. Holy shit. Das sah so unfassbar cool aus, holy shit. Ich bin so ein bisschen seitlich gelaufen, in der Hoffnung, dass er an mir vorbeischießt und es hat geklappt. Wir sind so knapp hinter dir an die Bäume geknallt und so, die Raketen. Das kam von der Range, glaube ich, der größte jetzt nicht ganz. Holy shit. Aber eine ist so knapp an dir. Aber Leute, ich hoffe, ich habe euch den Bird gut in Szene gesetzt. Ja, komplett. Oh mein Gott, Alter. Wir sind alle an dem Haus in dem Treibsand gestorben. Alle, scheinbar. Ja, wir sind alle reingesackt. Das einzige Gute war, dass er jetzt zweit unterwegs war. Wie bist du gestorben, Fudi? Ich bin in den Treibsand gefallen. Achso, okay, am Anfang. Okay. Wir waren noch dabei, Muggi. Ich wollte nur fragen. Ah, ja, stimmt, ganz am Anfang ist der andere. Ja, die Butler müssen wir irgendwie noch checken. Der Planet ist jetzt flooded, also diesmal steigt Wasser, kein Treibsand. Juhu! Naja, das ist denke ich. Ist es schlechter oder besser? Wir müssen das werden wir sehen. Wir müssen uns nicht so viel Zeit lassen. Also bei Fieber versuche ich nicht mit dem Roboter abgeht. Wieder zu kämpfen. Was? Einfach das Gehirn in den Roboter pflanzen. Nee, ich bin auch da. Oh, Hazard Level S. Ist immer Hazard Level S. Oh, ich kann wenigstens hinsprinten, einfach direkt zum Fire Exit. Ich sprinte einfach hinterher. Weiß ja auch wohl. Nö. Was ist dieses Gerät? Wie benutzt man das? Keine Ahnung. Damit föhnt man. Was föhnt man? Haare. Was? Achselhaare. Au. Oh. Barthaare. Warum? Nee. Wo ist der Ei? Tasse. Ja, was war? Ich hab ein Shiny. Wo ist niemand? Wo ist Bruce? Nein. Es hat Regenbogenfarben. Au. Oh. Was denn? Okay. Nö, nichts. Also Leute, ich hab auch ein neues Item. Eine Kuh-Tasse. Und die ist richtig viel Geld wert. Leider nicht. Da ist eine Kuh drauf. 6,50 ist jetzt nicht so viel. Ist okay. Ist für eine Tasse ist es schon ordentlich. Also die wiegen nichts. Also das ist dann geil. Ich hab vorhin gesehen, dass Candy gerade bei $6 wert ist. Ich hoffe, über das. Hallo. Willst du hier durch? Bei mir ist ein Butler. Ich weiß nicht, ob die einen angreifen, wenn man alleine ist, vielleicht. Da liegt ein Item, mal gucken. Eine Red Soda, gönnt er sich die? Nö. Ey, du musst doch aufräumen hier, oder? Räum ich halt auf. Können die auch in Minen laufen? Oh, hier ist eine Sackgasse. Geht's jetzt in den Gang rein? Oh mein Gott, wie ich es sehe jetzt. Er geht aber nicht rein. Raff ich nicht. Wie kann der rein? Ich raff den Butler nicht. Die Musik, Leute, guckt euch das an. Das ist so dumm. Kann die hier wandern?
Ich hab hier oben einen Butler, der läuft gegen so einen Lüftungsschacht und dann hört er auf. Map, ich muss raus. Weißt du noch, wo der Ausgang ist? Ja, irgendwo hier in der Nähe. Ja, den suche ich ja. Hier? Warte mal. Wo war denn das hier? Dringend, wir sterben uns gleich. Ich hab hier ein ganz komisches Geräusch gehört. Das bin ich, hallo. Dann war das hier vielleicht. Ja, hier ist es. Okay, okay. Wegen Flut oder was? Moggy hat die Maske aufgesetzt. Oh, okay, dann gehen wir mal. Aber es ist nicht Dings, ne? Es ist nicht die Maskenmod drin, ne? Nee, nee. Das ist auch recht selten jetzt. Also einmal ist er halt bei Clips gewesen, das kommt ja eh alles. Und einmal ist er bei Moggy aufgesetzt hat, neben Polly. Ich weiß nicht, ob Polly noch lebt. Ich bin halt aber sofort weggerannt. Ja. Aber ich könnte gar nicht unterscheiden wahrscheinlich, ob die... Bist du echt? Ja. Ich bin echt. Okay. Ich hab aber nichts. Nur Moggy und Polly sind das. So. Moggy spinnt und läuft draußen rum. Polly hat Loot. Dann lebt Polly noch, würde ich sagen. Ja, Polly sieht real aus, aber Moggy läuft halt draußen gerade Richtung Schiff. Der kommt zu uns. Der macht doch so maskenmäßig, so einen Kreis drehen und so. Mav, du wirst eine Stun-Granate, ich hau ihn mit der Schaufel dann tot. Wo ist die Stun-Granate? Im Schrank. Oh, ich weiß nicht, wie die funktionieren. Linksklick ziehst du Pin, dann nochmal Linksklick wirfst du. Also links, das haben wir Linksklick quasi. Und dann den zweiten Linksklick gedrückt halten ein bisschen? Oder ist egal? Ich glaube, du wirfst einfach direkt. Also einfach dann weggucken. Okay. Sonst mache ich auch beides von mir aus. Ich werde schon verkacken. Oh nein. Kein Problem. Sehr gut, jetzt können wir können doch wieder Minen entschärfen. Der Moggy braucht aber noch ein bisschen scheinbar. Soll ich nochmal rein? Du kannst doch mal reingehen, wenn du willst, ja. Ist denn Fully draußen wenigstens gewesen? Oder auch noch drinnen? Fully war draußen. Ah, Fully ist tot. Und ist tot. Da ist irgendein roter Punkt von ihm weggelaufen. Aber Moggy war es ja denn nicht? Moggy ist links am Rand jetzt, glaube ich, da wo wir zurückgelaufen sind. Nee, der ist bei uns. Beim Schiff. Er ist beim Schiff. Ja, okay. Dann raus. Schnappen wir uns ihn. Da ist er. Komm, ey. Wo will der hin? Ja, weiß ich nicht. Stun ihn. Weggucken. Versteck mich hinter dem Baum. Okay, leg los. Der macht auch noch einen Schlag. Warum das denn? Das ist ja scheiße. Er ist tot. Ja, er ist tot. Erstmal. Ich weiß nicht, ob die nochmal aufwachen können oder so. Nee, bestimmt nicht. Ja, jetzt bleibst du noch an Johnny, ne? Ich glaube, wir haben nicht 1500 auf jeden Fall. Die Quote kriegen wir zusammen, aber mehr nicht. Johnny kommt auch nicht wieder. Johnny ist halt instant. Hä, wie ist Johnny da schon? Ah, Moggy dreht sich immer noch im Kreis. Ich guck mal, ob er aufsteht. Nö, der liegt immer da. Ah, dann ist einfach nur die Anzeige so, okay. Ja, dann können wir eigentlich gehen, ne? Wenn du fertig bist. Ja, hör mal. Reicht mir auch erstmal hier mit dem Horror. Aber wir haben gut Zeug behalten. Ja. Wir haben alle Schaufeln, Taschenlampen haben wir sogar noch ein paar. Reicht es? Für die Quote ja. Ja, wir haben 500, brauchen 300. Ah ja, stimmt, stimmt, 1500 war für den Mond. Ja. Dann müssten wir, glaube ich, auf dem kostenlosen Planeten landen, wenn wir das easy erfahren wollen. Gestorben. Ja. Ich mag den Planeten nicht. Ja, ich bin so faul. Oh. Aber deinen haben wir jetzt auch... Ich bin nie nach Hause. Deinen haben wir jetzt auch das Rework gesehen. Das ist, da bin ich fertig mit. Ja, aber der Butler war cool, aber er hat leider seinen Ort nicht gefunden, glaube ich. Ja, mein Butler hat sich neben so einen Lüftungsschacht gestellt. Ich dachte, der geht jetzt da vielleicht rein oder so. Aber die Butler haben nichts gemacht irgendwie. Der stand nur daneben und hat da reingeguckt. Aber leider kann man auch nicht... Ich glaube, der ist noch nicht fertig. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ja, aber so unfertig, den hier zu releasen. Weil es ist ja nicht mal die Beschreibung fertig oder so. Der kann sich ja nicht mal richtig bewegen. Also das ist komisch. Vielleicht ist es wirklich ein 1. April-Update.
Und das soll einfach alles so merkwürdig sein. Obwohl, der Mech ist, in dem Mech ist zu viel Arbeit drin für den 1. April-Scherz. Warte mal, die Soda ist nicht im Mod. Ja, ich weiß nicht, wir haben auch das Minecraft 1. April-Update gespielt. Was ist kein Mod? Ja, der Mech, der wirkte sehr fertig. Oder Poppin, ich hätte keine Ahnung. Und böse. Und der hat wie Bibi geschrien. Ja, das war das Schlimmste. Oh, du bist gefangen. Oh! Wie das denn? Kannst du mir zuwerfen? Warte, ich spam mal links, klick einfach in die Luft. Ja, ich mache. Nein! Wie talentiert bist du? Entweder bin ich ein guter Fänger oder du bist ein schlechter. Oh, scheiße. Okay, pass auf. Jetzt. In der Mitte. Du bist ganz schön nah dran, Mogi. Aber man kann es echt halt ganz schnell erwischen. Hier, nimm den. Ich werf's auf die Tresen. Ich glaube, du bist immer noch ein bisschen nah dran. Oh ja. Mal sehen, ob es trifft. Nicht so aufmacht, dann tötet er einen Augenblick. Ich dachte kurz auf den Tresen vom Casino. Ding dong. Ich kann es nicht hochwerfen, ich bin zu klein. Der will mich wieder fressen. Siehst du das? Der will wieder das. Ist die Luke schon offen oder nicht? Die Luke ist nicht offen. Das will ja kann man. Wir klingeln halt super auf. Jetzt. Ja, sobald die aufgeht, einfach aufhören. Ach so, okay. Das wusste ich gar nicht. Ich lerne immer noch. Ja, ich wusste bis gerade eben auch nicht, dass das mit der Luke eine Sache ist, keine Sorge. Der ist doch üblicherweise sonst aber nicht so lange. Doch. Der will halt schon manchmal, wenn man das macht. Aber das Ei behalten wir, oder? Ja. 658, haben wir doch kräftig was abgestaubt. Das Ei müssen wir noch auf eine Mine werfen. Haben wir noch was zum Verkaufen? Eine Eckbieter. Mine! Okay. Wow. Ein Jahr Schläger, ein Jahr ich hab den ganzen Schläger. Rotz jetzt in meinem Astronautenhelm hier. Stimme bei Liste kommt in der. Eierschläger oder Schneebesen? Kann man sie nicht einfach muten? Wie nennt man das bei euch? Was? Eierschläger oder Schneebesen? Wie nennt man das bei euch? Schneebesen. Ich schlag dir gleich mit deiner Eier. Achso, ach ja, stimmt. Ich schlag dir mal die Eier, Mave. Cash Money. Okay, wir haben 900 von 300. Knapp. Jetzt haben wir die Schaufel. Schaufel. Bam. Ah, ich wollte nur die Eier schlagen vom Fully. Ah! Bam! Bam! Oh! Ah! Wir haben 999 Geld, noch besser. Nee, du hast angefangen, Fully. Ich hab mich gesteckt. Boah, wir haben so viel Cash. Genauso. Ja, kann nicht wahr. Doch. Da gab's auf jeden Fall auch ein paar. Oh, wobei, wir waren nur auf den 12 Planeten. Wollen wir jetzt nochmal auf den von der letzten Folge gehen, da nochmal 500 Geld holen und dann können wir die Quote erfüllt haben auf den neuen landen. Ja, können wir machen. Gut. Dann können wir uns mal die Quote nochmal angucken. Der Roboter an. Das ist ein Plan. Boah, du wenn er kommt, dann mache ich den hier. Was soll das hier? Was oh ja, so? Roboter. Mach den Roboter. Pflanzen wir das Gehirn in den Roboter. Ich brauch den nicht nochmal unbedingt. Ich denke. Wobei, ich muss sagen, ich fand den angenehmer als den Riesen. Ich weiß noch nicht. Darüber. Nee, gegen Riesen habe ich das Gefühl. Gegen Riesen habe ich das Gefühl, da habe ich keine Chance. Du siehst bei dem Roboter nicht. Ja. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind einfach nur ein bisschen. Der Roboter kann sich halt nicht so gut drehen. Das ist seine einzige Schwäche scheinbar. Und der kann nicht gut schießen. Treffen. Der hat gut geschossen. Du bist nur gut ausgewichen. Okay. Na, der hat keine Aim. Ja. Oh, wir wollen jetzt Morgi durchs Fenster gucken. Da kommt man nicht hoch. Morgi durchs Fenster. Kannst du. Komm mal hinter der Hütte gucken. Ja, ich will es auf jeden Fall sehen. Ja, das oh, geht jo. Ich war halt in der Hütte drin und habe ihn gesehen. 6, 8, 8, ja. Ist er jetzt nicht so krass versteckt? Es war auffällig genug, dass ich es angeschaut habe, ohne zu wissen, was es ist. Aber man muss auch erstmal in den Raum reingehen, ne? Ja, aber das, was denn ohne den Bindestrich eingeben muss, ist schon ein heftiger Prank. Ja, das ist dumm. Ja. Aber der Bindestrich ist so halb hinterm Regal, ne? Vielleicht deshalb. Aber wir finden eins. Ich auch nicht. Tja, Ostern. Ja, am Anfang. Ich bin hier rausgegangen und da waren 7 Items drin. Ich hab meine Taschenlampe weggeworfen. Boah. Da sind die Taschen voll gestopft. Hier ist ein Eierbieter. Noch einer. Duel. Und eine Hupe. Oh, den Duel wähle ich jetzt, die beiden Eierschläger. Mein Gott, es ist hier dunkel. Was bringt man nicht? Ich nehme Morgis Taschenlampe mit, weil ich hatte selber noch keine. Ja. Hier war noch eine. Oh, der andere kramt auch hier draußen.
Na, wir hatten nicht genug Platz, Johnny. Wir haben nicht den ignoriert. Nee, ihr nicht. Ich meinte Melfin. So. Oh, das ist ein Geschütz. Vorsicht. Ja, Achtung, ich laufe über ihn. Hast du den... Haben wir das Osterei dabei? Nee, ne? Nee. Sonst hätte ich schon alle Minen weggesprengt. Aber einen Schlüssel hast du. Oh, eine Haarbürste. Schlüssel ist natürlich... Oh, guck mal, die Mine ist... Die Mine da, finde ich gut. Oh, warte, ich hol sie schnell. Oh mein Gott, das sind auch nochmal zwei Minen. Da ist nochmal eine Mine. Hier sind richtig viele Minen. Hier sind nochmal eine Mine, ja. Die man braucht. Boah, hier sind so viele Minen. Oh, du bist aber mutig. Die haben wir gesehen. Boah, ich full leckt richtig hart. Mein Gott, ich komme ja nicht mehr lebend raus. Das ist doch schön hier. Ah, jetzt habt ihr auch eine... Ihr, guckt dir das mal an. Das ist eine Frechheit. Ich bin bei einem Feiereck. Tut mir leid. Okay. Oh mein fucking Gott. Frohe Ostern! Oh shit! Prostos! Nächstes Mal warnst du mich! Du hast gesagt, oh! Mein Dicker! Nö, nö. Willst du mit, Ray? Hä? Mein Inventar ist voll, Melf. Tut mir leid, ich kann dich nicht mitnehmen. Ich bin doch nicht für. Das war ich nicht. Der Bracken habe ich einfach mitgenommen. Ich sehe jemand, der komisch ist. Das ist ein Monster! Wo ist das? Oh, das ist ein Monster! Hast du es hauen? Kann ja, theoretisch. Oh nein, es bleibt nicht. Lauf weg, Moggy, du darfst nicht wegrennen. Moggy kämpft gut. Oh, Moggy, wie Kämpfer. Was sehen wir, der hier ist tot. Okay, können wir gehen? Oh, ihr habt ihn gekillt. Gute Arbeit, Jungs. Ja, wir können gehen. Du weißt doch Bescheid, ich bin doch ein Gamer. Also, ja, ich humpel nur ein bisschen. Nimm das Schild vielleicht. Ja, vielleicht kann ich dann schneller laufen. Nee. Aber jetzt kann ich wieder normal laufen. Alles gut. Ja, nach so ein paar Sekunden regeneriere ich will raus, bitte erstmal. Oh. Johnny, bist du echt? Ja. Johnny, sorry. Okay. Oh mein Gott. Also, Maeve war bei mir. Ich habe mit Maeve so ein paar Minen abgeworfen mit Eiern und dann habe ich mich umgedreht und da lag auf einmal Maeves ganzes Zeug hinter mir am Boden und Maeve war weg. Niemand, okay. Der Boogeyman. Ich glaube, wir haben mehr verloren. Ja. Habt ihr noch Stuff? Der Boogeyman oder ich habe mich entschieden, einfach zu gehen. Maeves Zeug liegt da noch drin, aber ja. Rein, links und sehr weit in einem Labyrinth voller 100 Minen. Nee, dann nicht. Okay. Nee, es sind nur noch 98 Minen. Ein paar wurden zerstört. Ich habe einen Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel, ich kann aufmachen. Up it's house, let's go, ich hab Platz. Oh, endlich chillen in der Bude. Es wäre so viel cooler, wenn das Licht einfach ausfällt. Wo ist der Gamer-Raum? Ja, stimmt. Wenn das Licht ausfällt, wäre das viel besser. Wenn das Licht ausfällt, dass man Grund hätte, ins Haus reinzugehen. Man kann es aber hinten durchs Fenster halt sehen sonst. Jo. Ja, ist ein bisschen komisch gemacht, dass das Licht das an ist, natürlich nicht hell genug ist, damit man das an der Wand lesen kann. Da muss schon das Licht doppelt an sein. Ich freue mich echt auf Maeves Erfahrungsbericht. Ja. Ich bin echt schwer, ihr sprintet irgendwie alle so davon. Ich kann noch was nehmen. Wie wär's mit dem Schild? So. Ja. Ich glaube, es war das erste Mal, dass ich so einen Stomper tatsächlich im Kampf erschlagen habe. Hab ich gut geschlagen. Ja. Ich hatte so ein bisschen Angst um dich, als er in dir drin war, aber irgendwie wollte er mich dann am Ende. Irgendwie da ist voller Minen. Ich bin ein bisschen um ihn herumgekreist. Das hat, glaube ich, geholfen. Ich habe dieses Osterei so 20 Mal geworfen und erst beim 20. Mal ist es auf einmal explodiert. Ich dachte, du hast auf eine Mine geworfen. Ja, habe ich auch die ganze Zeit. Ach so. Aber erst mal bei der letzten Mine ist es auf einmal explodiert, da wo ich euch gefunden habe. Ja, das hab ich mitbekommen. Gefunden. Dann kam Monster. Ich wollte sie euch zeigen. Ja, ich würde sagen, wir können starten. Müsst ihr 500 sammeln, wir haben 300 schon. Das ist ein guter Anfang. Ja doch. Ist zwar noch nicht spät, aber ist ein guter Ausbruch. Ich bin fast tot. Eben. Mir geht's gut. Und Maeve soll immer wieder nicht gut. Eine gute Zeit haben mit uns. Deswegen. Ich habe meine Taschen noch weggelegt, um Schätze reinzubringen. Hat die jemand mitgenommen? Maeve, komm heim.
Aber ja, ich hab die mitgenommen. Ich komme. Oh, sehr gut. 500 haben wir rausgeholt. Maeve war lazy. Ja, ich bin mit dem vollen Inventar hier hin. Was ist passiert, Maeve? Na, wir haben ja die Minen weggemacht und auf einmal hat der Boogeyman mich abgeholt. Und dann war ich weg. Okay, war echt der Boogeyman. Ich hab schon Angst, dass ich dich aus Versehen irgendwie gesprengt habe oder so. Nee, aber der kam auf Instant und hab ich mitgenommen. Ich hab nicht mal gehört, wie dein Genick gebrochen wurde. Wahrscheinlich, weil eine Mine da explodiert ist. Genau, ich glaube, das war, glaube ich, zeitgleich sogar, ja. Hat er extra abgewartet. Ich bleib dabei, der Boogeyman wurde gebufft. Der ist super sneaky. Ich nehme eine Schaufel mal mit. Oder? Okay. Ja. Oh, Johnny, alles klar? Ja, passt schon. Links runtergehen beim Start, sonst folgt den Bienennest. Ja. Also hier runter? Oh. Ja, nee, ich will Zeug. Haben wir eine Leiter eigentlich, dass wir da jetzt mal über die Brücke zwei zu... Stück haben wir. Weil irgendwo war hier hinten eine Brücke. Ja, bin ich schon rübergehüpft ohne Leiter. Achso, komm einfach rüber. Okay, gut. Ich sag so selbstverständlich einfach. Naja, mal gucken. Da ist noch ein Sprung. Okay, okay. War hier nicht wieder. Ah, hier. Ist ein bisschen nutzlos, glaube ich, das Jump'n'Run dann. Weil man einfach da hochlaufen kann an der Seite. Oh! Und da ist noch so viel Zeug. Hast du noch eine Schaufel? Nee, ne? Nö. Sonst kann ich mir den Flash nur umbringen. Hat jemand ein Schild findet oder so? Boah, hier ist so viel Kram. Ah. Der Schlingel. War das so? Ist das irgendwo mal explodiert? Achtung! Oh Gott! Das tun die schon wieder. Oh, das ist so schwer, dieser scheiß Motor, ne? Oh nee, jetzt krabbel ich hier wie so eine Schildkröte lang. Oh. Ich glaube, wenn man so läuft, ist es effizient, oder? Ich laufe nur wenn man es nicht ganz auspowert, ne? Also ich achte jetzt oben links auf die Anzeige und... Das waren so am effizientesten. Tja, ich glaube schon. Widerlich als widerlich heute. Hallo. Hallo. Hey Maeve. Es geht Maeve. Da bist du Maeve. Bei die Maeve. Auch Inventar du bist voll Maeve. Maeve, oder? Ja, ich muss sogar meine Taschenlampe beim Fire Exit zurücklassen. Ja, habe ich auch gerade. Da habe ich gerade gesagt, das ist widerlich viel. Man geht in den Raum rein, muss, dann hat man so viel Scherz, dass man seine Taschenlampe wieder Ihnen wegwirft. Was haben wir? Ihnen! Jungs, seid doch vorsichtig. Ach, du hast jetzt gelacht, aber. Johnny war es. Ich bin sehr schwer beladen. Ich war es gar nicht. Ich hab ein Bierfass vor mir. Johnny ist doch so einer, der sagt, ich benutze Parfum, das riecht nach Honig. Oh, Morgi, ich hab auch ein Bierfass vor mir, ich kenn das. Hey, da wir sind die Biene nicht, ja, ich benutze das Honig. Nein, nein, ich benutze Axt Toxic. Das benutze ich wirklich. Du benutzt das Schokoladenzeug? Das Schokoladenachs oder was? Kann nicht sein. Das riecht gar nicht nach Schokolade. Zum als ob du sagst Temptation nutzt. Ja klar. Der Fully. Wie war's noch mit dem wieder nicht als wieder? Hallo? Man muss ja gut riechen. Der ist zum Anbeißen. Ja, aber kann man mal. Aber mal, ich hab nochmal was Scheiß, hab ich gesagt, ne? Ich glaube, ich schnell, wenn ich hier unten lang laufe, einfach. Oh nein, kann ich nicht. Ich bin da ja runtergesprungen. Okay, aber es gibt auch einen anderen Weg. Hier links rum, einfach über den Hügel.
Oh nein. Da oben und dann über den Hügel rüberlaufen. Moin, da war ein Bracken, der dich angeguckt hat. Ja, das habe ich gemerkt. Du bist nicht echt, oder? Du bist nicht echt. Der Mann, bist nicht echt. Wollen wir nicht zum Fire Exit oder so? Oh mein Gott. Hier sind zwei Boom-Booms. Na, ich vertraue. Wenn Fuddy sagt, die machen nichts, vertraue ich ihm. Die machen wirklich nichts. Aber lebt denn? Ungünstig. Ungünstig, ungünstig. Na, man muss nicht so viel schleppen. Da ist ein Riese neben mir. Ein Riese ist neben mir gespawnt. Den haben wir nicht gesehen, deswegen bin ich ins Raumschiff rein. Ich hab ihm jetzt was mitgebracht, den habt ihr verloren, glaube ich. Ja, der hallo, versucht ihn Johnny. Zu ärgern. Geh mal da rüber, zu dem Müll. Lebt Zombie noch? Ich habe Osterei geworfen, bin jetzt fast tot deswegen. Aber ich konnte auch nicht widerstehen. Ja, was dir gerade auffällt, man kann ja einfach in den Chat schreiben, so, hey, ich bin schon am Schiff und so ein Kram. Ist ja voll dumm eigentlich. Ja. Oder kann man das nicht über die ganze Map lesen? Keine Ahnung. Kannst du das lesen? Wie schreibt man denn nochmal? Was muss man denn drücken? Dafür? Auf Minus. Minus. Aber stand irgendwas mit. Hier steht Slash. Da stand, ich bin zu far away. Aber wenn auf jeden Fall nicht eure. Jenny lebt und will. Das ist wie Napoles. Somewhere too far away. Okay, also man kann nur eine bestimmte Reichweite schicken. Ergibt Sinn. Ja. Das finde ich auch gut so. Ja, und dann. Bisschen chillen, bisschen warten. Das Zombie hat so ein Special. Wahrscheinlich auf jeden Fall nicht mehr rausgehen. Zombie läuft noch. Der hast du so einen Turm hochgeklettert. Oh Gott. Ich bin gleich im Schiff. Mach bitte auf, hallo. Danke. Da ist gerade so ein Vogel fast reingeklippt und er hat mich nicht vertraut. Ich wollte mit der Leiter den Hinterausgang suchen und bin aus der Map geklettert. Oh, okay. Ja. Oder wieder reingeklettert? Dann bin ich wieder reingeklettert. Habe ich gesehen, dass da überall Riesen auf einmal sind und so. Ja, das ist einfach nur ein normaler Alltag mit Zombies. Da war auch ein Schild, aber ich konnte es nicht lesen, weil ich keine Taschenlampe dabei hatte. Gut, dass da keine ich bin der Leiter aus der Map rausgeklettert und dann bin ich wieder reingeklettert. Ja. Das war mein Tag. Bisschen out of bounds, dann wieder in bounds. Hier war so ein Turm da hinten. Ich wollte wissen, was der ist, aber da war nichts. Schade. Zombie war einfach bei dem Turm. Ihr so, wo ist denn der eigentlich? Ich schalte zu ihm hin. Okay, ich kletter mal wieder an die Map zurück. Ich habe doch gesehen, wie mit der Leiter rüber geklettert ist. Ne? Aber dann ist ich bin übrigens einmal an verfickten Bienen gestorben. Ja. Ja. Aber dann ist auf einmal. Dann ist auf einmal ein Riese neben mir gespawnt und dann habe ich ein bisschen Angst bekommen. Ja. Einmal geht noch. Einmal geht noch rein. Einmal geht noch rein.
Nein! Vorsicht! Okay, er ist tot, oder? Nee, nee, nee. Ich bin zur Seite gerannt, anstatt wegzurennen. Johnny tankt das. Leute, Johnny, ich bin nicht einfach in. Ich meine nicht dich, Mogi, ich meine die Kunden, oder? Will ich nochmal da rein? Ja, eigentlich schon. Kawabanga. Das dürfte jetzt keiner gesehen haben von denen. Oh. Hallöchen. Hallo. Boah, direkt zwei. Ich bin direkt auch mit den Schränken. Ich mach mein Inventar schon mal voll. Ich bin auch schon voll. Eins. Okay. Warum ist der Fire Exit so... Was ist das für eine Folge? Das ist komisch. Aber der... Oh. Hm. Wenn wir dann den Kern ziehen, möchte ich gerne wissen, ob der aktiviert wird. Also wäre echt cool, wenn wir den Kern finden. Ich würde mal tippen, weil da geht ja quasi dieses Sicherheitssystem und alle Türen öffnen sich. Das aktiviert vielleicht auch den Roboter. Hey. Ja? Du bist ja noch da. Ja, wieso? Wo soll ich sonst sein? Oder hast du schon mal zurückgebracht? Bin gerade dabei. Ich war am Fire Exit. Warst du schon mal beim Fire Exit? Guter Mann, der Melf. Nee, bring mich mal hin. Warte. Guck dir mal hier die gelben Fässer an. Guck mal, ich hab auch ein bisschen was dabei. Und habt ihr den Roboter gesehen? Nee. Ja, ich hab den Roboter gesehen. Das hab ich gerade gesagt. Du sagst, nee, der ist so offensichtlich, den kann man nicht übersehen. Ich hab ihn nicht gesehen. Oh, der steht hier unten gleich. Warte, hier. Hier. Ja, da war ich nicht. Ah, okay. Mein Tipp ist ja, dass der... Ich hab den gerade eben erst gesehen. Mein Tipp ist ja, dass der losgeht, wenn man den Kern zieht. Hey, Moggy! Das kann halt echt sein. Und hopp! Und hopp! Und hopp! Und hopp! Okay, und schon sind wir da. Man kann aber theoretisch auch hier einfach hochklettern. Wenn man beim Haupteingang ist. Hier ist der Eingang. Ah, ja. Wie du hier runterslidest. Es gab noch einiges an Stuff beim Main Entrance, aber tatsächlich. Oh, ich höre einen Stomper. Oh, hier ist der Main Entrance direkt. Yep. Abbruch! Abbruch, Abbruch! Ich geh raus! Aua, hab ich gebissen! Okay. Oh shit, oh shit, oh shit! Good job! Flieh! Ach ja, der kommt ja herüber, ne? Ja! Okay. Ach ja, der kann das ja. Dann nochmal Maiden Schritt oder ist es jetzt zu spät? Weiß nicht. Ich bin hier unten. Achso. Kannst du so runtersliden? Jo. Boah, jetzt wäre ein ganz schlechter Zeitpunkt, um den zu aktivieren, ne? Lass den mal anmachen. Ich weiß nicht wie, okay, aber... Okay, ich mach den an. Bei dir war plötzlich... Oh, mach ihn mal richtig an, Maeve, ja, Mann. Pack mal deine Flirt-Skills aus. Boah, guck mal, was der für ein großes Rohr hat. Junge, das ist ein guter Anfang. Oh, und hier die Greiferhände. Du bist ein richtiger Robo-Rizzler. Ich geh noch mal rein. Ich bin fast tot. Ich glaube, ich sollte nicht reingehen. Ich würde so gerne anschalten jetzt. So ein Heilitem wäre schon cool, ne? Kann ich den einfach bestellen jetzt? Ah,
Wir wollten Geld sparen, ne? Boah, Schaufel im Angebot und die schlechte Taschenlampe. Was kostet so ein Inhalator? 120. Natürlich teuer. Teuer. Nee, ich kann jetzt keinen Inhalator kaufen, wenn wir den. Wir wollen den teuren Mond anfliegen. Ich muss jetzt erstmal den Ball flach halten. Hast du ein Schild? Bist du außerhalb der Map? Und du hier? Hallo. Hi. Ich bin leider fast tot. Oh. Ja, so ein Stromper hat mich direkt gehauen. Ganz toll. Oh. Aber Johnny ist wieder reingegangen. Der Vogel hat kommt nicht wieder, oder? Gehst du wohl weg? Der verfolgt mich schon die ganze Zeit, der ärgert mich. Geh weg! Der ärgert mich! Geh weg! Ich hab gesehen, wie er gespawnt ist. Er ist aus dem Boden. Er ist aus abgehauen. Dem Dreck. Als ich in den Main-Entrance reingegangen bin, ist er direkt wieder auf mich zu. Also ich glaube, der will mich tot finden. Ich gehe da nicht mehr rein. Oh, da hinten kommt Zombie. Johnny ist danach auch rein und Johnny ist, er ist sehr schnell wieder raus. Aber Johnny lebt noch. Oh mein Gott, warum haben wir so viel Zeug hier? Ja, wir haben also ein bisschen Last, wir haben mehr, als wenn wir Modded spielen. Ja, die geben gerade so widerlich viel. Widerlich viel. Widerlich! Man läuft schneller, wenn man Klippe runterläuft. Ja. Ich hab grad über dich geredet, tatsächlich. Ja, man slidet so ein bisschen, ne? Nee, man läuft so wirklich schneller und das ist cool. Gefällt mir. Wenn was läuft man schneller? Wenn man Klippe runterläuft. Und wenn man bergauf läuft, läuft man langsamer. Ist mir in dem Haus auch mit den Treppen aufgefallen. Oh, ich glaube, das war ja nicht der Fall. Oh, ich glaube, Johnny kommt nicht mehr. Warum? Ist er denn gestorben? Der liegt direkt, pass auf, Zombie, der eine Stomper, von dem ich weggerannt bin. Ich bin dann Main Entrance rein und der war direkt wieder da und ist auf mich zugespurtet. Dann war Johnny oben. Ich meinte, da ist direkt ein Stomper drin. Johnny ist rein, ist direkt wieder raus und hat gesagt, ja, der ist selber noch drin. Wie es aussieht, ist Johnny dann nochmal rein. Also sieht aus, als wäre so ein Schleim auf ihm oder so, weil der Stomper wird ja rumlaufen. Ja, schon sowas Großes. Ja, sei es, der Stomper schon wieder weggerannt ist. Der Stomper rennt ja wahrscheinlich gerade noch hin und her. Ja, wir sind ja fertig, ne? Auf geht's. Okay. Wir sind fertig. Verkaufen! Das heißt, ich verkaufe jetzt so nervig, das ist so viel Zeug, gar keine Lust. Ja, hinter dem Part direkt wieder. Ich aber nicht. Ich will wissen, ob wir 1500 zusammenkriegen. Ja, nee, ich auch nicht. Ist okay. Müssen wir. Ich meine, wir brauchen nur 500 und haben irgendwie 2000 hier drin liegen, also wir kriegen wir auf jeden Fall zusammen. Ja, ich denke auch. Ja, 700 sind hier drin. Und wir haben gerade 800. Okay, ja. Johnny, bist du noch mal rein? Genau, richtig. Ja, bin ich. Nein, 700. Hat sich der Stomper erwischt? Ja, aber ich habe ihn zuerst ausgetrickst, dann war da noch so ein Slime, dann habe ich was gefunden, dann bin ich in den Main Entrance und wirklich eine Millisekunde bevor der Ring voll gewesen wäre, dass ich draußen bin, hat er mich umgebracht. Gehst du da nochmal reinzugehen, da hast du halt auch schon herausgefordert. Ich wollte mal gucken, wo man das sieht, also wie viel man hier auf dem Schiff hat. Schlimm drauf zu gehen an dem Punkt. Weil du bist doch reingegangen, hast gesagt, oh, 700 haben wir. Wir hatten so viel Schild. Ach, noch stand gerade 700 haben wir heute gemacht. Ich hatte ja nichts dabei. Ach so, bei Scan oder was? Nee, stand beim Abschluss vom Level gerade. Oh, achso. Ja. Ich dachte, du hast am Güterdienst geguckt irgendwo. Nö, stand da, wie viel wir gesammelt haben. Das Nervige ist, dass wir super viel von dem zweihändigen Zeug haben. Mhm. Ja, wenn wir alle vier tragen, ist es schnell rübergeschleppt. Ja. Hazard Level. Hazard Level S. Safe! Ja, S wie safe. Was ist eigentlich in dem Geschenk drin? Ich öffne das mal mit Abstand nicht, dass es irgendwie explodiert oder so. Ein Motor. Motor? Ein Motor. Schon voll? Ja. Jo, was mit der Flasche hier? Ah, so viele Schilder. Ja. Der hat das nicht genommen, der hat Zombie fressen wollen. Der hat es nicht ich genommen. Ich glaube, der Chef ist sauer. Er hat es nicht geholt. Ja, weil er mad war. Das Ringbell funktioniert bei mir auch nicht.
Ja, aber deine Hände voll sind ebenso wie bei mir. Nee, vorhin hat's auch nicht funktioniert. Ich weiß nicht. Ey, von leg das Teil ab und versuch's. Von diesen gelben Dingern haben wir so viele. Ja, da waren meine Hände auf jeden Fall nicht voll. Ja. Na ja, gut. Ich will schon mal mehr. Ja, ich. Mach ich auch die ganze Zeit. Warte, ist ja langweilig. Das wird richtig gestapelt, würde ich sagen. Das wird halt gleich. Oh, das ist so scheiß viel. Scheiße. Oh Gott. Oh Gott, hast du mich erschrocken. Erschreckt. Ich bin mutig. War das dieses Regenbogenei? Ja. Oh, das hab ich gefunden. Ja, ich hab vorhin auch fast selbst gekillt. Ich hab gehofft, dass es explodiert, aber ich weiß nicht, woran es liegt, wann es explodiert. Haben wir alles? Ja, komm. Put, schlürf. Ja. Oh mein Gott, so viel Platz. Ja. Das sieht gut aus. Schlürf. Ich würde gerne einen Schluck Cola trinken. Schlürf. Ich hätte jetzt gerne einen Blubberlutsch. Ich hätte gerne einen Blubberlutsch. Das ist aus Entenhausen. Also, Cody. Ja, erzähl mal. Erzähl. Das ist übrigens so ein, Eierschläger. Nicht mehr. Und dann kam John auch, also, wovon ich geredet habe. Ich habe meine Little Pony auch geguckt. Ich auch. Ich nicht. Oh. Okay. Tja, da bist du wohl der Uncoole, ha? Ich hab's auch nicht geguckt. Bin genauso uncool wie Moggy. Ja, sogar Maeve der Uncoole. Nee. Ja, hast du's gesehen? Nee. Also, hallo, uncool. Einmal bitte abholen hier. Einmal bitte zu mitnehmen. Habt ihr noch geöffnet? Nein. Ich hätte gern einen großen. Oh, so unverschämt, ey. Wie viel Geld haben wir jetzt insgesamt? Zwei mindestens. 2500. Ne? Warum steht da 1893? Holy shit. 1800 haben wir von der Quote abgegeben und 700 hatten wir. 1893, das war. Gute Arbeit, fatale Firma. Ja, der Planet sollte, glaube ich, nicht kostenlos bleiben. Aber für unsere Aufgabe ist es gut. Aber die Folge ist vorbei und beim nächsten Mal landen wir auf dem neuen Planeten. Was wahrscheinlich die nächste Session erst sein wird und dann ist der Patch wahrscheinlich weg und dann können wir ihn gar nicht sehen. Cool. Ja, freu mich drauf. Wir werden sehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal bei den Gerümpelheimern. Tschüss.